Ein Fan ist schlicht und einfach definiert als ein enthusiastischer Bewunderer. Ich muss zugeben, ich war in meinem bisherigen christlichen Leben nicht viel mehr als ein Fan von Jesus. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, war auf einer christlichen Schule. Mein Vater war ein Prediger. Von Anfang an wurde von mir erwartet, dass ich Jesus liebe, dass ich an Jesus glaube, wurde einfach vorausgesetzt. Und später, ich glaube, damals war ich 13, da wurde von mir erwartet, dass ich den typischen Haarschnitt der Baptisten trug. Ja, mit prüfendem Blick wurde erwartet, dass ich als Kind in der Schule ein christliches T-Shirt trug. Echt wahr? Sowas wie God's Gym oder sein Blut für dich. Ich habe sowas echt angehabt. Und ich war von Anfang an ein echter Fan. Ein Fan von Jesus. In meinem Zimmer, das ist wirklich wahr, in meinem Zimmer, neben dem Poster von Michael Jordan, hatte ich ein Bild von Jesus Christus. Das trifft den Nagel auf den Punkt. Ich war ein Fan von Michael und ein Fan von Jesus. Ich wollte wie Jesus sein und ich wollte sein wie Mike. Und ich dachte, das reicht fürs Erste. Und über die Jahre habe ich dann festgestellt, dass es viele Christen gibt, die enthusiastische Bewunderer von Jesus sind. Sie sind Fans. Aber wenn du die Texte in der Bibel liest, wirst du feststellen, dass Jesus nie daran interessiert war, Fans zu haben. Was er suchte, das waren echte Nachfolger. Es hat ihn nicht interessiert, zum Beispiel, wie groß die Menschenmenge um ihn herum war. Es ging ihm um die Bereitschaft der Menschen, seinen Weg mit ihm zu gehen. Es gibt eine Passage in der Bibel, die nicht oft zitiert wird, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Da steht, Jesus sagte, wenn einer mit mir gehen will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für sehr viele Menschen ist diese Einladung, ihm zu folgen, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu tragen, einfach zu viel. Das kommt dann auch nicht vor, wenn jemand das Evangelium predigt. Da zitiert man Johannes 3, Vers 16, aber Lukas 9, Vers 23 wird meistens einfach vergessen. Aber genau hier habe ich für mich und andere auf dieser Reise Folgendes entdeckt. Es reicht nicht nur, ein Fan zu sein. Wer nicht bereit ist, sein komplettes Leben Jesus Christus zu widmen, das bedeutet auch, ihm alles von sich zu überlassen, der wird es nie erleben, das wahre Leben, das Jesus für uns bereithält. Aber das wünscht sich Jesus für uns. Und es ist immer spannend, die verschiedenen Geschichten von Menschen zu hören, die auch als Fan von Jesus begonnen hatten, als enthusiastische Bewunderer und die heute Jesus auf seinem Weg folgen. Die sagen heute, ich bin bereit, jeden Tag zu sterben. Ich bin bereit, nichts von mir zurückzuhalten und alles, was ich habe, Jesus Christus zu widmen. Ich weiß ja nicht, ob du ein Fan von Jesus bist. Vielleicht bist du ja so einer, wie ich es mal war. Du bist bereit, Jesus nah zu sein, um alle Vorteile ausschöpfen zu können, aber nicht so nah, dass es dich Opfer kostet. Du möchtest gerne mit Jesus in den Himmel aufsteigen, aber das heißt für dich noch lange nicht, täglich dein Kreuz selber zu tragen. Aber die einzige Einladung, die Jesus aussprach, ist die Einladung, dir selbst zu sterben und wahres Leben in ihm zu finden. Wenn du es schaffst, von einem Fan, einem enthusiastischen Bewunderer, zum Nachfolger Jesu Christi zu werden, dann findest du wirklich das Leben, das er dir schenken will. Mein Name ist Kyle Idleman. Und ich bin kein Fan.